Wir werden jetzt mal versuchen. Und ich entschuldige mich vorne, wirklich, du mich extrem hat mit dem Sprechen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich gebe alles, es brennt in mir, weil die Loslösung von deiner Traumwelt, dieser Führerschein-Prüfungsbogenwelt, wie ich das nenne, ist so unendlich einfach, das fehlt ja nicht in dieser Dogmatik des Materialismus. Das Problem sind nicht die Religionen, entschuldigen, nicht Tabakextrem, sondern die Naturwissenschaft ist die Weltreligion. Und die ist so, ich betone immer wieder so massiv eure Fehler, du musst diese Wissenschaftsfähigkeit, musst du dich lösen. Und das wirst du erst, wenn du erkennst, wie geistlos du eigentlich diese Fehler, ich nenne sie mal Fehler, in den ganzen Physikbüchern, wie du es nachästhetisch, wenn du jetzt ein Professor bist. Du wirst mich auch, was das jeden Selbstgespräch zeigt, dir neu zu jeder Zeile. So echt seine Fehler. Und wir machen jetzt was Neues mit den Materienwellen. Und ich mache jetzt vor seiner schon Folge eine Zeichnungsfolge. Schau mal ganz kurz. Ich habe mein Füße. Ich habe hier zwei. Das ist jetzt nur. Das sind jetzt drei verschiedene Wellenlänge. Eine lange Wellenlänge, eine kürzere und eine ganz kurze Wellenlänge. Ja. Ne? Und ich die Eigenart, man muss jetzt den Bildschirm übertragen. Trägt dieses Bild mal ein. Der Witz ist ja, dass ich diese Wellen unabhängig von der Wellenlänge, mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, wenn das eine elektromagnetische Welle ist. Das ist unendlich kompliziert für einen Laien, außer du hast es studiert. Aber das muss uns doch mal jetzt interessieren. Ich bin jetzt mal auf dem Punkt mit der Sprache. Wir wissen, dass sich elektromagnetische Wellen immer mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Weißt du nicht, welche Wellenlänge sie haben? Ja. Ja. So. Und da kommt das große Problem, man stellt sich das in der Physik, wenn man geistlos nach ist, das so vor. Das bewegt sich, dieser Wellenzug bewegt sich in die Richtung, mit derselben Geschwindigkeit wie dieser Wellenzug, Ja. Und ich müsste jetzt einen kleinen Sprung machen in den achten Band meiner Ohrenbalken, wo ich ganz simpel beweise, den Flieger in der speziellen Relativitätstheorie. Dass in dem Moment, wo sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, Bewegt sich gar nicht mehr. der Raum auf Null schrumpft und die Zeit, wo sich Licht unterwegs ist, ewig was. Und ewig, es ist wichtig, Ewigkeit ist nicht irgendwas Ausgedehntes, sondern das ist das Sondern Jetzt. genau da. Das ist das Ewige Hier und Jetzt. Das will ich jetzt nicht erwähnen, wir wissen, das steht in dem Buch. Und Band 8, ziemlich am Ende, erkläre ich den Fehler im Flugzeug in der speziellen Relativitätstheorie. Mit einem Beispiel, wie jedes 13 Welt, wenn er neugierig so verstehen kann, dass das Licht von der Sonne zur Erde noch keine 8 Minuten 13 Sekunden benötigt. Sondern egal, was du siehst, was angeblich von außen auf deine Augen zufliegt, an Lichtteilchen. Diese mit vier verschiedenen Frequenzen, was ich dir gezeigt habe, dass in dem Moment, wo du das siehst, ist es hier. Weil alles, was du wahrnimmst, entsteht in dem Moment, wo das hier ist. Und Genau. wenn du jetzt die Sonne anschaust und dir erzählst, die Sonne, die du jetzt siehst, so hat sie vor 8 Minuten ausgeschaut, weil das Licht ja 8 Minuten gebraucht hat, um auf die Erde zu kommen. Das ist jetzt Luxus. Es ist logisch, wenn man bei der Wurzel in der Sonne die eine Seite weglässt. Okay, jetzt pass auf. Jetzt will ich mal ein bisschen mehr besorgen. Da habe ich jetzt einfach mal die Wellenlänge. Wir wissen zuerst einmal, dass diese Sinus, wie man hier ausrechnet, dass diese Sinus
sich konstituiert als ein Einheitsgeist. Ja. Und ich sage immer wieder, im Einheitsgeist ist Plus und Minus an derselben Stelle. Und diese Größe ist ein reines Konstrukt von verschiedenen Blickwinkeln, die aber immer alle gleichzeitig da sind in einem Punkt, nämlich hier, wenn du das denkst. Ja. Und jetzt kommen wir jetzt mit den Zahlen. Das haben wir jetzt Aussagen, das habe ich übrigens, ich sage jetzt einfach, hier und jetzt gedacht, gestern habe ich das den Holger gezeigt, dass du zum Beispiel bei 20 hast, schon interessant, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen an der Luft, das ist ja eine Longitudinalwelle. Ja. Das ist wie Zaubers. Ja. Ah, sie, genau. Jo. Das ist ein Bescheid, oder? Zufall? Ich könnte dir abspecken. Ja. Ist dran, wie heißt ungefähr 17 Meter, wenn man das ausrechnet nach der Formel? Eine elektromagnetische Welle. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier die elektromagnetischen Wellen, die haben Wellenlängen. Denk an die alten Radios. Mittelwelle hat eine Wellenlänge von 1 Kilometer. UKW bis VfUF, das ist unsere alte Frenkel-Norm gewesen, hat eine Wellenlänge von 1 Meter. Eine Mittelwelle am Zentimeter, das ist der Bereich des sichtbaren Lichts in den Nanometern und so weiter und so weiter. Aber unabhängig davon, welche Wellenlänge diese elektromagnetische Welle ist, die bewegt sich angeblich durch das Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit. Okay? Jo. Das löst elementare Probleme auf. Das ist jetzt mein Rechner, das sieht folgendermaßen aus. Und das will ich jetzt mal etwas genauer anschauen. Da haben wir jetzt einmal die Wellenlänge in einem Medium. Und das sind jetzt, das sind mal die zwei Dinge, müssen wir uns anschauen. Das Erste, was du wissen musst. Wir Geist wissen, sobald hier eine Wurzel steht, egal was unter der Wurzel ist, kommt Null raus. Hast du mich verstanden? Ja. Ja, du bist gut zu verstehen. Okay, das heißt, du musst zwei Ergebnisse haben. Egal was das für wir sind. Sobald wir eine Wurzel unter dem Bruchstich haben, egal was da drin ist, müssen wir Null setzen. Dann ist ja die Wellenlänge, ist die Wellenlänge durch Null. Macht aber keinen Sinn. Sagt man das auch nicht. Stimmt oder stimmt? Mhm. Stimmt. Und diese Sachen, die beziehen sich jetzt zuerst einmal, und jetzt bin ich vollkommen in den Sachen, wo man sehr aufpassen muss. Die beziehen sich auf den, sagen wir ganz einfach mal, bevor ich zu dir reden tue, die erste Ding, das ist die sogenannte magnetische Permittivität. Ich will jetzt das nicht, das wäre viel zu komplex, das zu erklären, was sich da die Physik alles ausdenkt. Als erstes sage ich dir, es ist vollkommen unmöglich, ein Magnetfeld zu sehen. Du siehst ein Magnetfeld genauso wenig, wie du Licht sehen kannst, oder Wind sehen kannst. Bin ich genau darauf eingegangen. Man kann kein Licht sehen, Licht ist unsichtbar, ein Magnetfeld ist unsichtbar und Wind ist auch unsichtbar. Und wenn du jetzt aus deiner Verabrede plötzlich Bäume hast, die sich bewegen, also du stehst als Blödel da und deine Haare zittern, weil ein Wind geht, dann hast du ein Phänomen, wo du sagst, die Haare fallen, weil du einen Wind siehst und die Bäume bewegen sich, weil ein Wind ist und der Baum wirft dann zeigen, weil der Licht ist. Das ist logisch, deswegen schließt aber nicht das Licht, sondern du schließt aufgrund deiner Logik, dass das deshalb ist, weil du ein Licht oder ein Wind ist. Okay? Verstanden? Ja. Gibt mir Rückmeldung.
Ja. Du siehst uns ja nicht. Es wird sehr einfach. Es geht es um die Sprache. Zuerst einmal müssen wir wissen, was der Max der Magier ist. Das ist die Formel, das ist die eigentliche Schöpfungsphysik. Wir haben einen Magier, Rausenbach Oxford, MG. Wenn wir das wissen, und das nicht, das sind existierende Zeitpunkte. Existierende Zeitpunkte. Was übrigens auch immer weiter übersetzt haben, wir sind Zeit, wir sind ein Zeitpunkt. Jetzt. Jeder Zeitpunkt ist jetzt. Okay? Ja. Ja. Heute liest du das Bild. Die magnetische Permeabilität, μ, auch magnetische Leitfähigkeit, bestimmt die Fähigkeit von Materialien, sich in einem Magnetfeld anzupassen oder präziser, die Magnetisierung eines Materials in einem äußeren Magnetfeld. Jetzt muss man wissen, der Mast ist ja zurück. Das zeigt über eine Erscheinung. Und hier kann man jetzt nicht aus der Zeit rausziehen, also bläst, das ist ja Star da. Das ist eine logische Öffnung, die du wahrnimmst. Ja, mal eine logische Öffnung, die so genommen wird. Ja. Das ist. Es fällt auf Hebräisch, interessant, das heißt aber auch ein Dämon, weiblich, das ist der See, und Hexe, HX. Eine Traumleitung. Aber da will ich mich jetzt nicht so assoziieren. Wichtig ist dieses Wort, heißt, diese Permeabilität heißt wahrscheinlich ein Durchdringen, ein Durchdringen. Die Magnetfelder. Und jetzt ganz wichtig, eine eng verwandte Größe ist die dimensionslose magnetische Suszeptibilität. Da ist natürlich der Teil, der kein Interesse hat. Pass auf, zuerst gehe ich mal auf diese dimensionslose magnetische Suszeptibilität. Das merken wir uns jetzt einmal. Das Wort ist übrigens hier ein Fehler, du wirst merken, das Wort wird in nächster Zeit in diesem Wikipedia-Beitrag verschwinden. Weil man nämlich jetzt beschlossen hat, es ist ziemlich aktuell, dass man das nicht mehr verwenden soll. So, wir schauen uns jetzt einmal zuerst einmal dieses Wort Dimension an. Dimens. Bitte genau aufpassen. Es ist für dich überlebenswichtig, dass du das verstehst. Ja. Im Lateinischen, ich mache es aber ganz. Die Lateinischen plötzlich sind, die heißen auseinander. Zerstreut, gebrochen, auseinander. Differenz, Diffusion, Distanz. Okay? Ja. Im Lateinischen selbst. Ist das angedehnt? Und das was griechische Wort Tia, das auseinandergeschmissen. Und Mensch, das ist sehr, sehr wichtig, ein absolut obergeneräres lateinisches Wort. Das heißt normalerweise, mache ich Wissen und mal denken. Aber es bedeutet viel mehr wie denken. Im Altindischen kommt das von Matia. Matia, ein Sinn, ein Sinus mit zwei Existenzen, wenn Berg und wenn Tal. Wobei MM 50-50 ist die 100, das ist unsere Affinität, schau das mir eine Bild an. Und das ist ein Gedanke. Der innere Sinus. Das kennt auch die Gemütsart, der Charakter. Und jetzt wollen wir weiter gegen das Innere, das, was du im Inneren empfindest. Darum ist auch das Rote, hast du auch das Innere, in deiner Seele, in deinem Gemüt. In der Seele des Menschen wird dieser Sinus, ich habe es da steht, und das ist meine ganz korrekt übersetzt, die Seele des Menschen ist kein rotes Ich.
Nicht das irgendwo ausmachen. Ein sanfter Geist wird alle Katastrophen ertragen, an denen man gegangen ist. Angenehm. Die Seelen, die unseren Verstand angefangen haben, immer gewisse Neigungen. Aber es wird jetzt wesentlich interessanter, jetzt pass auf. Es ist auch, Mensch ist das mahnende Innere. Ich bin dein Mensch. Und fällt dir auf, wenn man seinen Zettel hinter dem an, dass ich der Mensch ist? Ein Ja. Floor, der Mensch, der Adam? Ja. Nicht der Enos, nicht der sterbliche Affe. Dieses mahnende Innere ist dein Gegenüber. Und jetzt pass auf, was da steht. Ich mache das in meinen drei kleinen Maschinen übersetzt. Genau, super, aufpassen. Wenn das Urteil der Jury verkündet wird. Er erinnert sich, dass er Gott als Zeugen benutzt. Das heißt, Gott ist der Erzeuge und der Zeuge, Gott ist der träumende Geist. Du bist ein Gott. Und du erinnerst dich jetzt, dass du Gott, alles was du denkst, du Adam, Mensch, alles was du denkst, erschaffst du hier und jetzt in deinem roten Kopf, du träumst. Und du bist nicht nur der Zeuge, sondern auch der Zeuge von dem, was du denkst, weil du der Einzige als träumender Geist bist, der das sieht, was du denkst. Und das, was du denkst, ist wie dieses, wie ich denke, und das macht mein Verstand. Wir schauen mal, was er als Fremdes übersetzt, da werden wir anders sein. Wollt ihr vorlesen? Ja, aber wenn dem Geschworenen das Urteil gefällt werden soll, soll er daran denken, dass er Gott als Zeugen benutzt. Das heißt, wie ich denke, seinen Verstand. Das ist jetzt, du kannst nur mit deinem Intellekt, mit deinem Schwammenheit denken. Und da ist jetzt hier, so, die übersetze ich die Lebenskraft, das Empfinden. Wir sind jetzt weiter runtergehen, ist das sehr interessant, was du über das überlegst. Du bist ja im Meer. Du bist immer. Und das, was du überlegst, was du dir, jetzt haben wir das Mendio, was du dir über das überlegst. Und in Raum und Zeit rein gedanklich verstreust, um dich herum verstreust, indem du sagst, der Mond ist im Himmel oben, das ist eine gewisse Strecke, eine Empfangung, eine Dimension, eine Richtung nach oben gedacht. Oder du denkst dir was in die Vergangenheit und es ist eine zeitliche Dimension. Es ist aber immer hier und jetzt, das habe ich tausendmal erklärt. Ja. Und darum ist dann die Key-Mens diese auseinandergeschmissene Mensch, der auseinandergeschmissene Mensch ist dein Ausmessen, dein Abmessen, deine Ausdehnung. Eine Dimension ist immer eine Ausdehnung. Ein Gedanke, das ich jetzt mir vorstelle, ich denke mir jetzt mal einfach mein altes Beispiel, denke mir Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Beides ist hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich denke keine Millimeter in meinem Kopf auseinander. Ich stelle mir das vor und dann denke ich mir eine gewisse Strecke von Zürich nach Wien. Das ist aber schon in einen imaginären Raum hineingedacht. Ja. Dieser imaginäre Raum ist mein roter Kopf. Mhm. Und in meinem roten Kopf gibt es nur einen Punkt. Ich sage mal, der Punkt in der Kammer ist obskur, ohne genauer darauf einzugehen. Okay, kann man das so stehen lassen? Sehr gut. Ja. So, und jetzt hören wir uns gerne nochmal dieses letzte Selbstgespräch an. Ich bin jetzt nochmal rein, wo ich den ersten Fehler zeige. Bitte genau tun, das ist wirklich so einfach, auch wenn man es im ersten Moment nicht glauben will. Immer dran denken. Du musst zuerst einmal das Bewusstsein bekommen, dass du nicht zu niemandem, den du dir jetzt ausdenkst,
Wie ich denke, du bist ein träumender Geist, der sich nicht raussuchen kann, was er denkt. Das heißt, du darfst dir selbst nicht vorwerfen, dass du das jetzt träumst, aber schon gar nicht irgendwelche Menschen, die du in dir erschaffst, vorwerfen, dass sie so sind, wie sie von dir geträumt haben. Weder an Scholz noch an Budi noch sonst wen. Die werden für dich so sein, wie du sie dir ausdenkst. Ist jetzt der Moment, ich muss den Befangen lassen, ne? Und wir lesen zuerst einmal ganz kurz, was hier da steht. Es wird in den Offenbarungsschriften extrem genau darauf eingegangen, was du brauchst, um das zu verstehen. Das Einzige, was du brauchst, ist kein intellektuelles Wissen, sondern zu Punkt A, du musst Geist sein, Bewusstsein sein. Und das bist du in dem Moment, wo du mich jetzt sprechen hast. Das ist übrigens diese Formel. Interessant ist die Lichtgeschwindigkeit. Du sollst den Flügel nicht machen. Sie wird angegeben mit diesen knapp 300.000 Meter in der Sekunde, wo sie sich angeblich durch das Vakuum ausbreitet. Darum ist jetzt hier, diese Formel bezieht sich, C ist 1 durch 0. Ja. So. Was ist jetzt, ohne genau das einzugehen, die definieren die mit einer Länge und zwar durch zwei Dimensionen. Du benötigst, um das dir vorzustellen, die Strecke von knapp 300.000 Meter. Und dann sagen wir, der Lichtstrahl benötigt eine Sekunde, um diese 300.000 Meter, sprich 300.000 Kilometer zu durchqueren. Mhm. Okay? Ja. Das heißt, diese Angabe benötigt, das sind zwei Dimensionen. Genau. Was jetzt interessant ist, wenn wir da weitergehen, ich würde sagen, dass man hier die Lichtgeschwindigkeit definiert mit der Einheit Meter pro Sekunde. Das sind die Meter mit drin. Das ist eine Strecke. STL-Ecke. Wenn wir jetzt weitergehen, ich mache das einmal, ich spinne in den Meter rein, einen Moment. Der Meter wiederum. Die Länge in der Meter ist wie wir können jetzt das ja genau nachschauen, wie diese Lichtgeschwindigkeit definiert ist. Der Wert der Lichtgeschwindigkeit wurde hierfür exakt für 299.007 bla 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 Meter in der Sekunde festgelegt. So, interessant ist, wenn du den Meter nachschaust, der Meter wiederum, da steht jetzt dasselbe. Sie definieren jetzt den Meter anhand der Lichtgeschwindigkeit. Dasselbe Problem beginnt jetzt, wenn man das jetzt transmutant macht mit dem Kryptonit 86. Eines der vorherigen Videos bin ich auch aus dem Zubermann auf das Kryptonit eingegangen. Ja, mit dem anhand der Wellenlänge von diesem Kryptonit. Ja, Licht. Richtig, genau. Passiert aber dasselbe, dass man jetzt sagt, so kann man das transgenau festlegen, aber was noch nie einem dieser Vollpfosten aufgefallen ist, dass die praktisch einen Meter definieren anhand von etwas, was kein Mensch sehen kann, mit der Mauseinheit Nanometer. Sie definieren einen Meter mit einer Untereinheit dieses Meters. Nochmal ganz einfach zu mitschreiben. Wenn wir das jetzt machen, passiert also ein großes Problem. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier Definitionsgeschichte, schauen wir, ob das hier kommt. Einen Moment, ich tue mal ganz kurz vorfahren. So. Jetzt pass auf, jetzt kommt wieder diese schöne dimensionslose Geschwindigkeit. Heute lichtet es einmal bitte da oben. Ja. Viele Darstellungen der relativistischen Physik geben Längen durch Lichtlaufzeiten an oder umgekehrt Zeiten durch die Länge des Weges. Stopp, das steht hier eigentlich schon da. Das ist das Doppelgemoppelt. Ich beweise die Länge durch eine Laufzeit von Licht und wiederum die Laufzeit von Licht durch die Länge eines Meters. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist weiter. Ein Lichtjahr heißt dann kürzer als ein Jahr. In diesen Maßeinheiten, siehe Planck-Einheiten, ist eine Lichtsekunde 299.792 und so weiter Meter. Und Licht hat die dimensionslose Geschwindigkeit einer Sekunde pro Sekunde.
C und gleich angegeben mit C1. Jetzt machen wir ganz kurz die Planck-Einheiten. Wo die ganze Wahnsinnsphysik aufbaut. Mit CK, Udo, der Planck. Was ist das denn? Hab's schon gesehen heute. Mhm. Die Einheiten leiten sich von fundamentalen Naturkonstanten ab, deren Zahlenwert gleich 1 gesetzt wird. Die sind genau genommen alle 1 und die dann dort zu stellen, bin ich auch so gezwiesest, lieber, kann man jetzt auch immer, wenn man einen gewusst haben, kann man da 0 setzen? Ja. Kann man 0 setzen, kann man 0 setzen und die machen jetzt das da draus. 10 hoch minus. Wahnsinnswerte, wo jedenfalls jegliche Form von Wangenmacher zu. Das ist Handwickserei. Hat natürlich alles mit so einem tiefen Sinn in der Matrix, im Programm, aber nicht in der Welt. Okay? Ja. Das muss einem einfallen, das kann man nicht entdecken. Das sitzt an einem, der steigert sich in einem Wahn rein, indem er eine Vorstellung aufbaut, die sich letztendlich nur im eigenen Kopf befindet. Gut? Ja. Ich gehe ganz, ganz kurz nochmal auf diese dimensionslose Geschwindigkeit zurück, warum man das jetzt hat. Da wird mal diese dimensionslose Geschwindigkeit. Wir haben doch festgestellt, dass dieser Meter, der hier definiert wird, dass der genau genommen Meter pro Sekunde sind. Das heißt, um diesen Wert zu ermitteln, denken wir uns jetzt, eine Geschwindigkeit sind ja schon zwei Dimensionen da, nämlich eine gewisse Strecke und eine gewisse Zeit. Ja. Das wird jetzt unterschlagen, weil die Sonne jetzt sind einfach eine Lichtsekunde. Ist genau diese Strecke, wo sich Licht in einer Sekunde zurückdreht. Und das wird definiert Sekunden pro Sekunde. Und wenn das dann fehlt, die Lichtgeschwindigkeit ist 1. Als Einheit, als Grundeinheit bei Planck. Und dann ist es eine dimensionslose Geschwindigkeit. Mhm. Aber die Menschen haben es doch gesagt, das ist was Ausgedachtes, um uns herum gedachtes, das dran da außen ist. Es passiert in dem roten Universum. Uni heißt verbunden sein, der dort in dem Punkt. Aus dem Punkt kommt er auch nicht raus. Der Traum. Wie groß ist der Raum in einem Traum? Im Kopf eines träumenden Geistes. Ja. Es sind ständig wirkliche Bilder in einem Punkt. Ja. Und er kann es durch Blickwinkel, wenn du das kleine Bild anschaust, das um sich herum verstreuen. Er kann Zeitfenster ausspannen, wo er sagt, eine Sekunde oder 1000 Jahre. Eine Erdkugel oder ein Distanzball. Eine Kugel ist eine Kugel. Ohne Bemaßung ist es einfach nur eine Form. Eine Form von Gott. Ja. Verstanden? Ja. Und ich gehe jetzt auch nochmal darauf ein, wenn wir jetzt das genauer definieren, anhand dieser Kryptonit-Säule, habe ich Videos. Da muss das einmal klar sein, wie kann man nicht sehen. Mhm. Punkt. Also gut, wir denken uns, das Licht besteht aus Wellen. Macht man ja. Du siehst das Licht nicht und du siehst auch keine Lichtwellen. Aber ich gehe jetzt mal denen entgegen und sage, okay, da wäre jetzt einer, der kann eine Welle sehen von dem Licht. Die Wellen sind aber nur Nanometer groß, das heißt Millionen Millimeter groß. Selbst wenn du Wellen sehen kannst, kannst du keine Millionen Millimeter sehen. Ja. Und jetzt gibt es 1,2 bla Millionenfache. Eines dieser Wellenzüge macht genau einen Meter aus. Und jetzt sagen Sie, das ist jetzt genau ein Meter. Wir haben das im Labor, haben wir das jetzt am Computer gemessen. Was haben die eigentlich gesehen am Computer? Nicht die Wellenlänge, sondern ihre eigene Logik auf dem Bildschirm geholt und setzt den Computermonitor an. Hm. Wo ein Programm ein Bild drauf macht. Ein Programm müsste geistlos nachhelfen. Stimmt oder stimmt? Ja. Aber jetzt haben wir wieder dasselbe Problem. Sie definieren den genauen Meter anhand einer nicht sichtbaren Untereinheit von Nanometer
wirst du absolut nicht bilden. Um dieses offensichtlich nochmal zu machen. Wir denken uns jetzt, da kommt ein Außerirdischer. Und der unterhält sich jetzt, der spricht unsere Sprache und der unterhält sich mit einem Erdphysiker. Und dann fragt der Erdphysiker, was habt ihr für eine Längeneinheit bei euch in eurer Welt? Und dann sagt der Außerirdische, ja, wir messen alles in Quark. Ja, was sagt es dem Physiker? Er will doch eine Vorstellung haben. Er will doch eine Vorstellung haben. Wir wissen ungefähr, was ein Meter ist. Dann hält sich die Hände so vor, sie spannt die Hände auf und sagt, das ist ungefähr ein Meter. Ausgedacht, der weiß er natürlich in seinem Kopf. Und der Außerirdische sagt, wir messen alles in Quar. Und dann fragt er, was ist das gleich, wie wir das vorstellen können? Und dann sagt der Außerirdische, ein Quar sind 10 Terat. 10 Terat. Das ist ungefähr so umgedreht, wenn der sich fragt, wie wir es gehen. Du sagst, ja, wir messen alles in Meter. Und dann fragt er, wie groß ist ein Meter? Und dann sagt er, ja, ein Meter ist 100 Zentimeter. Genau. Das sagt nur über so unzählige Größe, macht nichts aus. Da beginnt der ganze Wahnsinn. Ja. Okay? Jetzt kommen wir zu der dimensionslosen Geschwindigkeit, pass auf, das wird spaßig. Weil ich das ja in älteren Selbstgesprächen, wie zum Beispiel, dieses Video ist ein Jahr alt. Das ist der Wikipedia-Eintrag. Du findest jetzt bei Wikipedia dieses nicht mehr. Stimmt, genau. Es ist wegrationalisiert. Ich denke einen Fehler auf und das Programm löst es sofort und bessert es noch. Wenn du dasselbe hier diesen Wikipedia-Eintrag jetzt machst, wirst du feststellen, dass das nicht mehr drinsteht. Können wir ganz kurz einmal nachschauen? Der relativistischen Physik. Siehst du? Da haben wir wieder 1 durch 0. Magnetische Feldfunktionslänge. Das ist auch diese Sache. Hier, das habe ich im vorherigen Selbstgespräch mit mir das angegangen, ein Riesenfehler. 1887 hatten wir keine kohärente Sichtweite. Ja, ja. Das sind alle, ich habe ja hunderte von Fehlern. Das mit dem Weltkrieg kann man sich darstellen. Was haben die für kohärente versucht, das Teil mit dem Aufbau mit einer Katze. Weg, gut. Ja, aber jetzt, was hier schön ist, und dann habe ich hier gesagt, das hier aktuell wird auch verschwinden. Und zwar so, heute bitte lesen. Eine Größe der Dimension Zahl ist eine physikalische Größe, die durch eine reine Zahl angegeben werden kann. Gemäß dem internationalen Einheitensystem ist die kohärente abgeleitete Einheit für diese Größen die Zahl 1. Das Einheitenzeichen ist 1, es wird aber fast immer weggelassen. Für viele alles dieser ist Größen, 1. Alles ist 1. IMS, ein nicht existierendes Bewusstsein. Egal, was du anschaust, egal, was du erlebst, es ist 1. Ein nicht vorhandenes Sohn vom Bewusstsein. Es ist diese 200 Gramm Röse Gnede. Nochmal. Das ist die Energie in der Einstein-Formel. Jede Form, die dein Geist annimmt,
Es will, wenn ich eine zweisamlose Gnede ein Törtchen draus mache, ein Haus draus mache, einen Baum draus mache und ich frage dich, was ist das? Und dann sagst du, was du siehst. Du siehst ein Pferd, du siehst ein Haus, du siehst einen Menschen. Ich sage, nein, es ist Gnede. Es ist dein Geist, du träumst. Verstanden? Ja. Ja. Elsa, hier. Die Benennung dimensionslose Größe wird als veraltet bezeichnet. Sie sollte nicht mehr verwendet werden. Ah, das kann man schon wieder empfehlen, wenn man noch gebessert wird. Nach dem Konzept des internationalen Größensystems hat jede physikalische Größe eine Dimension. Eine Beschreibung als dimensionslose Größe ist damit nicht vereinbar. So, jetzt gehen wir, und jetzt haben wir das Geilste überhaupt, die Magie, hier immer nochmal der Magie. Was bedeutet das hier? Und wir müssen jetzt sagen, jetzt erst einmal dieses Latein über, das ist eine Übernahmefähigkeit. Da machen wir schon ein Klammer, siehst du das? Ja. Siehst du mal kurz weiter? Die Magnetisierbarkeit von Materie in einem externen Magnetfeld angibt. Im einfachsten Fall ist sie eine für den jeweiligen Stoff charakteristische Proportionalität. Das ist jetzt wirklich sehr komplex. Das ist alles Handwerkerei. Diese Physik, die du dir ausdenkst, was von dir ausgedacht, obwohl du keine Ahnung hast, du sagst, die Physiker wissen das bestimmt. Nein, der Einzige, der das weiß, ist der hier. Jesus. Ja, man muss die ersten zwei. Sus ist Jesus und Zepp. Es taucht etwas in dir auf. In dir heißt in mir UB 86 Ella Jamis Tosas mehr. Es taucht etwas in dem, der in mir ist. In UB auf und ich bin ja du bist ja ich. Bloß in Vergessenheit, der vom Bücherregal. Du bist jetzt in einer Traumwelt. Es taucht was in dir, aus dir auf und es schwimmt auf deine symbolischen blauen Wasseroberfläche, das sind deine Gedankenwellen. Bis heute. Wisse, jeder neu auftauchende, dir jedoch unvollkommene erscheinende Moment birgt in sich die Möglichkeiten, dass du kleiner wahrnehmender Geist diesen von dir erlebten Moment in und mit deinem Bewusstsein zu etwas vollkommen Wundervollem ausgestaltest. Dazu musst du dich aber von deinen bisher gewohnten logischen Interpretationen und althergebrachten Beurteilungen lösen und musst alle dir unvollkommen erscheinenden Momente im wirklichen Licht der Liebe betrachten. Was ist damit gemeint? Du sagst jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt weißt, dass du auf der Abhilfe aufhast und dich in einer offenen Welt in einem Videospiel befindest. Das fordert realistische Realität aus der Veralpine in einem imaginären Gewebe, in einem Halb, in einer Kamera, in einem Gewebe. Das ist ein Geschichtsfeld, das diese Veralpine dir ermöglicht, das illusionär, imaginär in dir befindet, aber du den Anschein hast, als wenn es vor dir stehen würde, die Gegenstände. Dann kannst du einen Baum sehen, der einen Zaun wirft. Aber der Außen, das blaue Licht existiert nicht da außen, weil du nur die Pixel auf deiner Verabschiedemonitore anschaust. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja. Und mit Holofilien siehst du jetzt eine komplett andere Sache. Und zwar hat es mit der magnetischen Suszeptibilität zu tun. Das ist nämlich über dir, Übernahmefähigkeit. Kannst du das neue Wissen schon übernehmen? Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Sus. Wir wissen jetzt, dass Sus ganz kurz in unserer normalen, diese Deutschsprache, ist das ja das Pferd. Mhm. Da müssen wir jetzt das Pferd wieder ins Lateinische umsetzen, dann gibt es nämlich das Ich-Wieder-Ich-Wieder-Also, den Gleichmacher. Das Rost, das wissen wir, ist gleich Rost. Das ist ja Doppel-S, B oder Doppel-S, und das O ist ja
alles unsozialisiert heißt der Kopf. Darum heißt es auch der Kopf. Der Nächste. Damals das war's. Das kann man durchlesen, aber jetzt gehen wir mal das Schuss ins Lateinische und jetzt kommt das nächste neue Album. Du weißt, wenn wir uns das Lateinische anschauen. Und da müssen wir wirklich hinschauen. Zuerst einmal, dass dieses Lateinische Wort kommt von Zeugen und Gebären. Du bist der Erzeuger und Gebärer all deiner Gedanken. Und das Wort Schwein heißt Schwa. Eine Falschheit, eine Lüge, eine Nichtigkeit, ein Flug, ein Unheil. Das mache ich jetzt nochmal mit der 70, schalte ich dich ein. Halt, Sally. Na, hört ihr mich noch, die Leitung? Ja, wir hören dich noch. Jetzt okay, noch. Das Auge, das steht für einen Augenblick. Das wird jetzt ein Trümmerhaufen. Der Trümmerhaufen ist die Welt an der Gedankenwelle. Bist du dabei, kannst du es nachvollziehen? Ja. Das heißt, der Schwach schaltet sich ein. Aber es wird sehr interessant. Dass man jetzt dieses Schwein, wenn du das als Erzeuger, Gebärder lösen wirst, dann haben wir plötzlich ein Wildschwein. Man muss hier ziemlich Sprünge machen, weil dieser automatische Übersetzer sehr relaxed das Ganze macht. Wie ihr es, ein doppelt aufgespanntes Kind. Ja. Und ein doppelt aufgespanntes Kind ist jetzt wach geworden und wird zählen, senden. Wird es aussenden, um sich herum aussenden. Mhm. Nämlich werden beide und werden doll. Schaut aber immer bloß in eine Richtung. Ja. Das lernt sich? Ja. Ja. Das ist jetzt aber noch lange nicht. Dann wirst du Reitschwein. Ich bedeutet, wir gehen mal weiter Sünde. Große Erkenntnis. Wenn ein Einfältiger einen Klügeren lehren oder ihm Regeln geben will. Es unterrichtet Minerva. Da müssen wir jetzt angehen auf den Minerva. Interessant ist, dasselbe Wort heißt aber auch Fisch. Wir haben den Ischi. Ah. Jesus. Das ist diese schöne Deutschlandung. Aber noch eins drauf, dasselbe Wort heißt Ausrüstung emporheben. Ah ja. Es macht das langsam einen Sinn, oder? Einen Sinus. Ja. Es macht das langsam einen Sinus. Wenn man da runterfahren, das wird hier ein ausgebracht sein. Geburt einer Existenz, eine Gestalt, Geburt einer Existenz. Die Übernahme, die Ausnahme. Dass wir mit diesen zwei jetzt haben, jetzt haben wir mal Grundsorgen gehört. Das wird jetzt viel zu komplex. Mir geht es nur darum, dass du über die Namen wesentlich mehr erfährst, wie wenn du normal Physik studierst. So, und jetzt gehen wir zu der Materiewelle. Müsstest du deine Bücher anschauen? Mhm. Das ist jetzt eigentlich, man denkt sich hier an 13, das ist eine Materie, weil ja, wenn man das jetzt wieder sehen mit Plus und Minus und, ist ja eigentlich die ganze Zeit nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Bei Plus und Minus hebt sich ja auf. Das hebt sich auf, genau. Ich will da mal mein Stimmchen schon, aber ich habe jetzt so einige Einträge, wenn du jetzt das eingeben tust. Das ist Materiewellen. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen rein. Bilder von Elektronenmikroskopen faszinieren durch ihren unglaublichen Detailreichtum. Das ist nochmal eine
eine Logik, dass diese Bilder im Hintergrund in der Vergangenheit in einem Labor mit einem Elektronenmikroskop aufgenommen wurden und wie das funktioniert, das ist alles von Mixerei. Für dieses erstens war in der Vergangenheit nichts. Keins dieser Bilder ist jemals in der Vergangenheit aufgenommen worden. Du träumst jetzt und du denkst dir, dass das dir so war. Es ja. wird für dich immer so sein, wie du denkst, dass es ist. Und das musst du verändern. Zum Beispiel diese Pollen hier oder diese Eiskristalle. Aber warum kann man mit Elektronen, die ja salopp gesagt kleine harte Kügelchen sind, überhaupt Bilder machen? Wer? Sag mir! Manche erbaut Vorstellungen aufgrund dessen, was man ihnen erzählt hat. Ja, genau. Das ist immer, ich habe heute bei uns im Chat, Leute, Moment, nein, Moment, da war mein letzter Eindruck. Holger, liest bitte. Holger. Fakt, ja, ich bin da. Fakt ist, es ist so, weil du es hier jetzt so denkst. Nun, alles, was ein träumender Geist träumt, ist. Deshalb, weil er es träumt, es ist ein Dasein-Müssen. Hör auf, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er jetzt in deinem Kopf eine Information ist und dass er genauso ist, wie du in dir denkst. Ja. Das ist zum Beispiel einer dieser Sätze, wenn du den verstanden hast, werde ich deine Welt wie durch Zauberhand komplett verändern. Ja. Solange du das immer wieder vergisst, dass du Gedanken, Menschen, gedachte Menschen von dir vorwirfst, dass sie so sind, wie du sie dir denkst. Mhm. Und alles, was ein... So elementar wichtig, wenn dir das wirklich bewusst wird, dass es so ist. In dem Moment, wo du eine Zeitung siehst, dass du den Namen denkst du an Menschen, der sagst du hier und lässt du deinen Kopf und die werden in dir genauso, die werden dir genauso sein, wie du dir die denkst. Aufbau das und weißt du es noch jetzt wissen. Weißt du nicht, ob du jetzt an aktuelle Menschen denkst, von denen du glaubst, dass die jetzt noch unabhängig von dir da außen rumlaufen, in dem Moment kriegst du das zweite Gebot, oder dass sie in der Vergangenheit waren, die werden jetzt, hier und jetzt erschaffen. Jeden Moment, alles, was du denkst, erschaffst du und es wird für dich genauso sein, wie du jetzt denkst. Du wiederum, das ist mein, ein Pinsel, mein ein Bild, du bist ein Einfallspinsel. Darum sage ich, all die Erscheinungen sind zuerst einmal sekundär. Du musst dich umwenden und dich fragen, warum denke ich das jetzt? Weil mir mein Programm, ich bin ein Computer, mein Programm, das vorschreibt. Das ist die große Erkenntnis. Hätte ich ein anderes Programm, würde ich auf anderes Wissen zurückgreifen? Würde ich mir das anders ausdenken? Ja. Dann sage ich, ich habe mir jetzt, je nach Gewohnheit, je nach dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist für dich halt der Putin der Gute oder der Böse. Aber das, was du jetzt erschaffst, das ist immer die leere Illusion in deinem Kopf. Selbst wenn es auf der Verabrede erscheint, das ist, was ich immer sage. Schau mal, test doch mal, was jetzt da ist. Moment, jetzt muss ich wieder zurück, dass man da. Den war mal. Das liegt daran, dass man jedem Teilchen und auch im Prinzip jedem makroskopischen Objekt, wie diesem Tennisball hier, eine Wellenlänge zuordnen kann. Das ist kein makroskopischer Effekt, sondern ein mesokosmischer Effekt. Das ist makroskopisch. Mikro und Makro kann man nicht sehen. Nur Meso. Den Bereich, was du sinnlich wahrnehmen kannst, ist für dich auch auf der Seite darstellbar. Real. Und wenn ich mir jetzt ein Teilchen denke, eine Elektron oder irgendein Quasar oder ein schwarzes Loch, zeig mir, was du feststellen, das sind schon logische Berechnungen, die nur sich einen in den Kopf denken kann und ausdenken, imaginär ausdenken kann, wenn man ihm das vorher erzählt hat. Das haben wir jetzt wieder gesagt, die Schweiz beißt sich in den Schwanz. Um diese faszinierenden Materiewellen geht es in diesem Video.
1905 einen Beleg für die Teilchennatur des Lichts. Das habe ich in den letzten beiden Videos genau erklärt. Eigenschaften aufweisen. De Broglie kombinierte mehrere etablierte Gleichungen und konnte somit den Zusammenhang Lambda ist H durch M mal V herstellen. Lambda ist die Wellenlänge, die man einem Teilchen zuordnen kann, H das Planck'sche Wirkungsquantum, M die Masse des Teilchens und V seine Geschwindigkeit. Und das baut alles auf Handwickserei auf. Das ist ein Handgespinst. Das ist wie wenn du da sitzt und dir fällt eine Märchengeschichte ein. Und dann setzt du dich hin und du schreibst es nieder auf ein Blatt Papier mit Worten. Jetzt hier mit Formeln. Das wurde von dir erschaffen, diese Geschichte, wenn du ein Autor bist, ein Roman schreibst, wurde diese Geschichte von dir erschaffen. Und dann muss jeder Charakter, wenn wir jetzt einmal menschliche Geschichten nehmen, muss genauso sein, wie du ihn dir ausdenkst. Wir sind wieder beim Thema. Das ist ja vollkommen klar, wenn du ein Märchenbuch lesen tust oder einen Roman lesen tust, dass das, was du jetzt aufgrund der Logik vorstellst, dass diese Charaktere, die ja überhaupt nicht, ohne dass sie gedacht werden, noch nicht existieren und niemals da außen waren. Und in dem Moment, wo es dir ein anderes Buch gibt und deine Logik sagt, das ist ein Geschichtsbuch oder ein Physikbuch, dann bist du in dem Raum, dass du glaubst, dass das, was du jetzt aus den Worten an Vorstellungen aufbaust, dass das unabhängig von dir außen existiert, auch wenn du es nicht kennst, oder schon da war, bevor du es gesagt hast. Das ist die Falle. Das löst alle Probleme auf. Aber was hier jetzt das Problem ist, das ist das, was wir ganz am Anfang gemacht haben, hier mit diesen Wellenlängen. Lass uns mal kurz weiterlaufen. Man könnte M mal V noch zum Impuls P zusammenziehen. Und wir haben jetzt schon, man zieht es zusammen, und zwar das M ist in Kilogramm und das V ist Meter pro Sekunde. Das machen wir schon diese komische Wellen. Aber ich finde es transparenter, wenn man M mal V getrennt stehen lässt. Was bedeutet diese Gleichung? Sie bedeutet, dass man nicht nur Photonen eine Wellenlänge zuordnen kann, sondern jeden beliebigen bewegten Masseteilchen. Jetzt wird es schon abgehoben, ne? Ein Tennisball, das sich mit 30 Meter in der Sekunde bewegt, durch einen Raum bewegt, hat übrigens eine Wellenlänge von 10 und minus 34 Meter. Da beginnt es schon als Spinnerei, wenn es einer zum Glauben anfängt. Weil wir nämlich wissen, und das ist ja die schöne Geschichte, hier in Band 8, Linien anzuraten zu lesen. Dein nie in Frage gestellter dummer Glaube, dass deine Träume nie wirklich waren, jedoch die von dir vermutete Vergangenheit einmal Wirklichkeit war, ist die Wurzel all deiner Probleme. Die ganze von dir vermutete Vergangenheit ist in Wirklichkeit nicht mehr als ein Gedanke, den du hier und jetzt denkst, wenn du an sie denkst. Und deshalb ist auch dein bisheriger fanatischer Vergangenheitsglaube als Ding an sich genauso unwirklich wie die illusionären Wirklichkeiten deiner vergangenen Träume. Letzten Endes kann und wird in deiner persönlichen Traumwelt auch immer nur das wirklich existieren, was du dir hier und jetzt mit deinem Gedankenlicht selbst erschaffst. Du erschaffst dir mit deiner eigenen Wirklichkeit jede von dir in deinem Lebensraum wahrgenommene materielle Erscheinung, so wie du auch unbewusst alle Dinge deiner Träume für dich selbst erschaffst, ohne zu wissen, warum du diese für dich ausdenkst. Wohlgemerkt, und welchen Gedanken denkst du jetzt? Du denkst jetzt die Wünsche, du denkst jetzt an etwas, was du gerne in der Zukunft haben möchtest, und du kannst jetzt an etwas denken in der Vergangenheit, wo du in diesem Sinne dir eindeutig das existiert ja nicht mehr. Obwohl es doch in dem Moment, wo du diese Vergangenheit jetzt denkst, hier und jetzt als Gedanke existiert. Ja. Das wäre so ein Widerspruch. Ich denke jetzt an meinen Opa und sage, der existiert ja nicht mehr. Obwohl er doch jetzt als Gedanke existiert. Wenn ich ihn denke. Ja. Er hat aber nie in der Vergangenheit existiert. Weil ich kann mich jetzt wiederum, jetzt, das ist ein Faktum.
Ich kann mich jetzt als Kind denken, als Kind im Bussen denken und ich denke mir jetzt, dass ich ja mit meinem Opa jetzt spazieren gehe. Mhm. Wenn ich das jetzt erlebe, habe ich das auf der Farbe. Dann ist es real, weil ja, die Geld kann ja jetzt sein. Sobald ich mich jetzt aber als Erwachsener denke und denke mich als Kind, denke ich das in die Vergangenheit. Die Vergangenheit denke ich aber auch jetzt. Ist es nur rein zufällig ein Gedanke, der jetzt wieder existiert. Das ist so, wie wenn du in einem Buch zurückblätterst. Mhm. Fest zurückblättern wie auf die letzte Seite. Und nur das, was jetzt aktuell ist, kann man auch auf der Farbe anschauen. Weiter. Es handelt sich beim Wahrnehmungsphänomen Materie also immer nur um dein eigenes, gefrorenes Gedankenlicht und das wiederum unterliegt einem von mir persönlich, lateinisch persono, herauftönen, erschallen lassen, gesteuerten, ständigen Wechsel von Bildern und Wahrnehmungen in deinem Bewusstsein. Daher erscheinen dir in deinem Bewusstsein auch immer nur für dich mögliche Dinge und verschwinden daraufhin unmittelbar wieder, gleich einem gedanklichen Programmablauf in einem Computer, bei dem eigentlich auch niemand durch etwas hindurchläuft. Du hast keine Möglichkeit, irgendeine empirische Erscheinung oder irgendeinen Gedanken auf Dauer in deinem Geist festzuhalten. Sehr wohl aber hättest du die Möglichkeit, deine ständig wechselnden Erscheinungen in ihrer Qualität und damit auch in ihrem Wesen elementar zu verändern. Dann machen wir einfach mal, wir machen eine Datei, wir machen eine Wohnung und du setzt dich jetzt hin, jetzt mache ich nochmal Böses, du schließt die Augen und jetzt geh mal in Gedanken durch die Wohnung, in die Zimmerleine und mach gewisse Schublade auf. Und dann wirst du feststellen, immer jetzt. Und die Böse holst du aus der Datei seiner Wohnung. Das heißt, die Illusion, dass du dich durch Raum und Zeit bewegst, ist eigentlich nur ein ständiger Wechsel von Bildern im Selbst, im Zurückgreifen auf eine Datei, wo diese komplex gleichzeitig da ist. Mhm. Weiter durch. Die wirkliche Tatsächlichkeit dieser Gedankengänge, die du dir ohne Frage gerade selbst gedacht hast, wird mit der tiefsinnig verstandenen Relativitätstheorie Einsteins sogar auf ein exaktes mathematisches Podest gestellt und damit auch nach naturwissenschaftlich korrekten Maßstäben bewiesen. Somit trägt auch die spezielle Relativitätstheorie als einzige aller bisherigen offiziellen naturwissenschaftlichen Thesen die Bezeichnung Theorie zu Unrecht. Sie ist zurzeit die einzige naturwissenschaftliche Theorie, die keine bloße Theorie, sondern ein praktisches Faktum darstellt, welches auf das Genaueste die Wirklichkeit deiner letztendlichen geistigen Daseinspraxis auch auf mathematische Weise auszulegen weiß. Nochmal, du siehst eine Sichtweise in Praxis bedeutet Wirklichkeit, die Wirklichkeit. Weiter. Stelle dir doch einfach einmal in deinem Geist zwei Planeten mit einem Abstand von 150 Millionen Kilometer vor. Dies ist der Abstand, der sich nach deinem derzeitigen Glauben angeblich zwischen Sonne und Erde befindet. Du denkst dir jetzt auf den einen Planeten eine Rakete, an deren Spitze sich ein starker Scheinwerfer befindet. Auf dem anderen Planeten befindest du dich selbst. Wenn du nun zu diesem Planeten mit der Rakete blickst, siehst du in deinem geistigen Monitor einen Planeten, auf dem eine startbereite Rakete mit ausgeschaltetem Scheinwerfer steht. Nun denkst du dir, dieser Scheinwerfer wird dort oben eine Minute lang eingeschaltet. Was redet sich nun ein tiefgläubiger Materialist aufgrund seiner anerzogenen Logik selbst ein? Nach seinem Glauben spritzen nach dem Einschalten des Scheinwerfers aus dem Glühfaden der Lampe für eine Minute Photonen, ein wahrlich lächerlicher Gedanke, nicht wahr, die sich nun nach seinem Glauben mit Lichtgeschwindigkeit auf ihn zubewegen. Ein materialistisch verbildeter Dummkopf glaubt nun hundertprozentig sicher zu wissen, dass der dort oben abgespritzte genau eine Minute lange Photonenschwanz
Ach, wie ordinär. Ich kann dazu natürlich auch der Photonenschwarm oder das Wellenpaket sagen, wenn dir das besser gefällt. Nun knapp über 8 Minuten benötigt, um den 150 Millionen Kilometer langen Raum, der sich ausgedachterweise zwischen ihm und dem anderen Planeten befindet, zu durchqueren. Jeder materialistisch verbildete geistige Blindgänger wird sich diese Realität ohne irgendwelche Frage wie eine gut funktionierende Maschine anhand seiner Schulerziehung mit der vorhergehenden Formel völlig logisch und damit auch augenscheinlich korrekt selbst ausrechnen. Und weil das, was er sich da in seinem Kleingeist zusammenreimt, für ihn so schön logisch zusammenpasst, glaubt er auch, die Tatsache dieses Vorgangs sei damit ein hundertprozentig sicher bewiesener Fakt. Und nun kommt der zweite Akt. Ich, dein Überbewusstsein, werde dir jetzt sagen, was wirklich ist. Zwangsläufig glaubt er natürlich auch hundertprozentig sicher zu wissen, dass erst dann, wenn dieser ominöse Photonenschwarm bzw. dieses Wellenpaket bei ihm unten eingetroffen ist, den Scheinwerfer auf dem anderen Planeten dort oben angehen sieht. Logischerweise, du kannst auch zwangsweise sagen, glaubt er unter dem Zwang seines materialistischen Erziehungsdogmas auch, dass dieser von ihm selbst ausgedachte Photonenstrahl beim Erreichen seiner Erde für genau 1 Minute auf seine Netzhaut einprasselt und er nur deshalb diesen Scheinwerfer für genau 1 Minute dort oben brennen sieht. Der Schwachsinn dieser materialistischen Gedankengänge ist auch dir, mein kleiner Freund, bisher völlig logisch erschienen. In Wirklichkeit brennt dieser Scheinwerfer jedoch nur in deinem eigenen Bewusstsein und nicht dort oben auf dem anderen Planeten. Ich mache das jetzt nochmal ganz einfach, um das klar zu machen. Ich tue mal hier ganz kurz einen Moment unser Bildchen wegmachen, dass du mich nochmal habt. Jetzt muss ich wieder drauf sein. Ja. So. Also, wir haben 2 Planeten, wir stellen uns jetzt das da mal vor. Der eine Planet, den ich mir ausdenke, ist hier und der andere Planet, den ich mir ausdenke, ist auch hier. Okay? Wir sagen, ich sehe jetzt nicht die Sonne, sondern einen Planeten, wo ich mit einem Fernseher eine Rakete stehen ziehe, wo Scheinwerfer auf der Spitze ist. Da schaue ich jetzt für 1 Minute die Lampe an, das heißt, ich kriege jetzt für 1 Minute Photonen raus und wenn ich die ausschalte, die bewegt sich mit richtiger Zeit Richtung Erde. Da ist der Planet und das ist jetzt der Photonenschwanz. Und in dem Moment, wo das da unten bei mir ins Auge reingeht, geht für mich da oben die Lampe an. Und zwar genau 1 Minute, dann geht die wieder aus. Das heißt, in dieser Logik, dass ich genau den vorigen Fehler sich da oben abspielt, nur 8 Minuten Zeit verzögert. Durch diese Zeit, die dieser Lichtstrahl, dieser Photonenschwanz oder Schwarm bis zur Erde braucht. So gibt es auch so Aussagen, als wenn du jetzt den Himmel schaust, dass du oben Sterne siehst. Du siehst einen Stern, der vielleicht seit 50.000 Jahren so gar nicht mehr existiert. Dann nämlich dieser Stern, der laufend nicht ausgegangen. Und der ist vor 150.000 Jahren ausgegangen. Aber der Photonenstrahl ist noch unterwegs. Dann passen wir ja noch auf dich ein, bis das weg ist. Weil wenn er ausgeht, wenn der Zeit verzögert ist, kann er schon längst nicht mehr existieren. Das ist die Handwickelei der Naturwissenschaft. Ja. Unheimlich logisch, wenn du so programmiert bist. Aber Einsteins spezielle Relativitätstheorie, wo man die Formel richtig zu deuten weiß, beweist dir das genaue Gegenteil. Und das schauen wir jetzt nochmal an. Weiter lesen, Holger. Mit deiner derzeitigen materialistischen Logik gehst du irrtümlich davon aus, dass der nur in deinem eigenen Geist befindliche Astronaut auf dem anderen Planeten zwar die gleiche, aber nicht dieselbe Minute Brenndauer der Lampe, wie du wahrnehmen wird, denn
die auch von dir bisher dogmatisch angenommene Lichtgeschwindigkeit trennt nach deiner derzeitigen Logik eure beiden persönlichen Erlebnisse um zeitliche 8 Minuten. Für dich kann logischerweise der Scheinwerfer, den du in deinem Bewusstsein wahrnimmst, nicht gleichzeitig mit dem Scheinwerfer leuchten, den du dem Bewusstsein des von dir nur ausgedachten Astronauten zusprichst. Du glaubst ja aufgrund deiner schizophrenen Logik felsenfest daran, denselben Hervorgang, ein verbundener Lichtgang, erst 8 Minuten später zu beobachten, als der von dir in Wirklichkeit nur vermutete Astronaut auf dem anderen Planeten. Auf dem anderen Planeten. Ja, okay. Der nur gedacht. Ich weiß nicht, wenn es 8 Minuten sind, weil es ist eine Minute und der brauchst du dann, bis er unten einbastelt. Aber das, was da von oben kommt, denkst du, das ist da oben. Und ich sage, wie sieht es jetzt aus, wenn der Verabredung auffasst, dann ist alles in deinem Kopf. Weiterlesen heute. Als gebildeter Mensch kennst du natürlich in Bezug zur Relativitätstheorie auch das mathematische Phänomen, das man Lorentz-Kontraktion nennt. Es geht dabei um die mathematische Hypothese, dass jeder Körper, der sich durch einen imaginären Ätherraum bewegt, Das ist der Magier, der göttliche Magier. Je nach Geschwindigkeit um einen Faktor von Wurzel aus 1 minus v dividiert durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat schrumpft. Da sich die angebliche Strecke, die sich nach deinem derzeitigen Glauben zwischen zwei von dir getrennt gedachten Objekten zu befinden scheint, nach dieser Formel mit ansteigender Geschwindigkeit immer mehr verkürzen wird, tritt bei Lichtgeschwindigkeit plötzlich ein seltsames Phänomen ein. Übrigens, man will eine Wüste. Ich sage immer wieder, wenn der Wüste ist, kannst du da null zu uns sagen. Das Ergebnis ist immer null. Wenn du beide Seiten betrachtest. Nichts. Ja. Weiter. Immer dann, wenn etwas angeblich mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zufliegt, existiert nach dieser Formel zwischen dir und dem von dir wahrgenommenen Gegenstand weder ein räumlicher noch ein zeitlicher Abstand. Nochmal bei Lichtgeschwindigkeit schrumpft der Raum auf einen Punkt zusammen. Es wird ein Spiegelraum, ein Traum. Der Raum wird ein Traum, ein Teeraum, ein Spiegelraum. Alles, was sich hinter einem Spiegel befindet, ist im Spiegel. Und die Zeit wird in dieser Formel, wenn man die Zeit einsetzt, wird ewig. Aber ewig nochmal, löse dich, dass Ewigkeit ein riesen, ewig, unendlich aufgespannte Zeit ist, sondern Ewigkeit ist jetzt. Ein ewiges Jetzt, alles was passiert, in der Ewigkeit passiert, passiert jetzt. Das ist der kleine Trick, den man verstehen muss. Weiterlesen. Der räumliche Abstand zwischen dir und allen von dir wahrgenommenen Gegenständen ist nach dieser Formel zwangsläufig immer null. Existenz ist verbundenes Licht, rotes, blaues. Und somit sind wir nun auch mathematisch und physikalisch bewiesen bei deiner eigenen schöpferischen Wirklichkeit angelangt. Alles, was du wahrnimmst, befindet sich ohne Ausnahme, während du es wahrnimmst, immer in deinem eigenen Geist. Sonst könntest du es dort, deine geöffnete Lichterscheinung, ja nicht wahrnehmen. Es existiert kein außerhalb von dir, weil es keinen 3D-Raum gibt. Nach den Gesetzmäßigkeiten meiner göttlichen Schöpfung existiert ohne deine eigenen Anschauungen nur nichts. Letzterdings gibt es daher auch keine unabhängig von deinem Bewusstsein existierende Materie und damit auch keine anderen Menschen, keine anderen Länder und so weiter. Es existiert nur das, was sich als Information in deinem eigenen Bewusstsein befindet. Ob du mir dir das nun glauben willst oder auch nicht, das ist das Einzige, was wirklich ist.
Wenn du nicht gerade an deinen Kopf denkst, existiert nicht einmal dein Kopf. Du selbst bist letzten Endes nur ein wahrnehmender Geist, ein Gott, der sich nach seinem eigenen Abbild und damit auch in seinem eigenen logischen Bilde erschafft. Alle von dir bisher zwanghaft außerhalb von dir geglaubten Gegenstände bestehen letzten Endes doch immer nur aus Lichtinformationen, welche nur angeblich, das heißt nach Angabe deiner materialistischen Logik, mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zugeflogen kommen. Also stopp nochmal, egal was du anschaust, ob du einen Wand anschaust, einen Baum, ein Haus anschaust, die Logik sagt, da fällt von der Sonne Licht drauf, dieses Haus reflektiert das Licht und dieses Licht wird dann mit Lichtgeschwindigkeit fliegt auf dich zu. Und jetzt ist es so, wenn du das Prinzip verstanden hast, wo ich dir jetzt auch mit der Kehle erklärt habe, ist es vollkommen gleichgültig, ob du einen Gegenstand anschaust, der 10 Meter von dir weg ist oder 500.000 Kilometer oder 5 Millionen Lichtjahre weg ist. In dem Moment, wo du ihn siehst, ist er in deinem Kopf. Und wenn du nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Du denkst es und es ist da. Egal, wo du dich räumlich oder zeitlich hinlenkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Das hängt alles in diesem Punkt zusammen, was sich in dem Punkt befindet. Das ist aber das Prinzip, wir bleiben aber nur bei der Lichtgeschwindigkeit. Bitte weiterlesen. Mit anderen Worten, jedes Bild, das du aus deinem nur imaginären Außen zu empfangen glaubst, egal von welchem Gegenstand auch immer, bewegt sich doch angeblich immer mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zu, oder etwa nicht? Der dogmatische Glaube, dass die in, von und mit deinem Geist wahrgenommenen Informationen dabei von außen stammen, stellt sich damit eindeutig als ein zwanghaftes Hirngespinst deiner derzeitigen raumzeitlichen und damit auch materialistischen Logik heraus. In deinem Geist gibt es eine Unmenge von ständig wechselnden Bildern, aber zwischen allen Erscheinungen in deinem Geist befindet sich kein räumlicher Abstand, in deinem bisherigen Sinne dieses Wortes. Zwangsläufig existiert dort, geöffnete Lichterscheinung, auch keine chronologische Zeit, die du zum Überbrücken dieser nur immer gedachten und damit auch praktisch nicht vorhandenen Abstände benötigen könntest, was nicht bedeutet, dass deshalb in dir kein subjektives Gefühl existiert, welches du Zeitempfindung nennst. Nochmal, wenn du jetzt träumst, spielt sich das ganze Spiel in dem roten Kopf ab. Und egal, wo du dir jetzt träumlich oder zeitlich was hinlegst, du denkst es jetzt und es ist hier. Stimmt oder stimmt? Ja. Es ist wirklich so einfach. Jetzt sage ich wieder diesen Satz, den ich sehr oft wiederhole, verdammt, nochmal, was ist da in dir drin, dass du diese einfache Erkenntnis einfach nicht wahrhaben willst? Ja. Die du sofort überprüfen kannst. Denk an irgendwas. Und es ist jetzt in deinem Kopf. Denk an Wien. Wir sind weg. Denk an den Planeten Mars. Wir sind weg. Denk an Hitler. Wir sind weg. Denk jetzt an deine Klo-Schlüssel daheim in der Wohnung. Wir sind weg. Weiterlesen heute. Da sich das von dir bisher blind geglaubte Phänomen Außenlicht nach dem dir indoktrinierten Glauben nicht nur ständig, sondern auch ausschließlich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, kann es laut der von mir nun göttlich beglaubigten Formel Wurzel aus 1 minus v durch c in Klammern zum Quadrat eindeutig auch keinen 3D-Raum durchheilen. Ich, dein Überbewusstsein, werde dir jetzt sagen, was wirklich ist. Wenn sich nun aber nichts weder durch einen Raum noch durch Zeit bewegt, besitzt dieses Nichts nach deiner bisherigen Logik auch keine Geschwindigkeit in deinem bisherigen Sinne dieses Wortes und befindet sich somit in absolut göttlicher Ruhe.
Das mathematische Phänomen der Zeitlosigkeit dieser ominösen Photonen und damit des Lichtes ist deinen Physikern aufgrund dieser Formel natürlich schon längst aufgefallen. Sie nennen es die Zeitdilatation bei Lichtgeschwindigkeit. Obwohl die Masse von ihnen die wirklichen Konsequenzen dieser Tatsachen mit ihrer raumzeitlichen Logik noch nicht wirklich durchschaut haben. So ist das nun einmal, wenn man das Gelernte immer nur eigen gedankenlos nachzuplappern weiß, es aber nie wirklich in Frage stellt oder gar anzuzweifeln wagt. Für physikalische Anfänger, für physikalisch ungebildete Geister, denen die hier aufgeführten Gedankengänge zu kompliziert erscheinen, will ich die Quintessenz des Ganzen in einer sehr vereinfachten, aber deshalb nicht minder wirklichen Form veranschaulichen. Ich werde der Einfachheit halber den logarithmischen Charakter dieser Lorentz-Kontraktion und die Beschleunigungsverzerrung bei den folgenden Gedankengängen einfach außer Acht lassen. Wir wollen uns nun vorstellen, die Rakete würde mit halber Lichtgeschwindigkeit zum gegenüberliegenden Planeten fliegen. Dann würde sie für die gedachte Reise mit normaler Logik ca. 16 Minuten benötigen. Der Astronaut in der Rakete würde also für seine Reise 16 Minuten Flugzeit messen. Was wirst du mit normaler Logik auf deinem angeflogenen Planeten für eine Flugzeit ermitteln? Um dir diesen Gedankengang genauer zu veranschaulichen, gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass unmittelbar beim Start der Scheinwerfer an der Spitze der Rakete eingeschaltet wird und die Rakete vom Start weg ihre Reisegeschwindigkeit hat. Die Lichtinformation der unmittelbar beim Start angehenden Lampe braucht nun ja angeblich 8 Minuten, um bei dir unten einzutreffen. Und darum wirst du auch erst dann diese Lichtinformation, wenn diese Lichtinformation bei dir angekommen ist, nach deiner bisherigen Logik die Rakete oben starten sehen. Zwangsläufig schaltest du nach deiner bisherigen Logik natürlich auch erst 8 Minuten nach dem eigentlichen Start deine Stoppuhr ein. Die Rakete ist in diesem Moment logischerweise ja schon 8 Minuten unterwegs und hat dadurch auch schon die Hälfte ihrer Reise zurückgelegt. Es sind also beim Einschalten deiner Uhr auf der Uhr in der Rakete logischerweise schon 8 Minuten verstrichen. So rechnet es sich zumindest eine normale raumzeitliche Logik völlig logisch aus. Nach weiteren 8 Minuten wird nun die Rakete bei dir unten plötzlich eintreffen. Deine Uhr wird nun 8 Minuten Flugzeit anzeigen und die des Astronauten 16 Minuten. Was passiert nun, wenn sich unsere Rakete mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Wenn sich unsere Rakete mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, wird etwas sehr Seltsames passieren. Sie wird dann nämlich bei den oben beschriebenen Voraussetzungen genauso schnell sein, wie dir von dir bisher blind geglaubten Photonen, die angeblich nach dem Einschalten der Lampe aus dem Scheinwerfer an der Spitze der Rakete spritzen. Aufgepasst! In diesem speziellen Fall, spezielle Relativitätstheorie, werden sich die Rakete und diese ominösen Photonen, die den Scheinwerfer nach dem Einschalten beim Start angeblich verlassen, mit genau derselben Geschwindigkeit auf dich zubewegen. Da du nun diese ominösen Photonen und damit auch die eigentliche Information über den Start der Rakete angeblich erst in und mit deinem Bewusstsein wahrnimmst, wenn diese ominösen Photonen bei dir eingetroffen sind, dann siehst du in diesem Fall, nach deiner Logik, die Rakete genau in dem Moment in deinem Bewusstsein dort oben starten, wenn diese Lichtinformationen und damit auch die startende Rakete als Information bei dir unten eintrifft. Mit anderen Worten, du siehst sie starten, wenn sie ankommt. Die intellektuelle Einsicht in diese unumstößliche Tatsache reden sich deine Naturwissenschaftler mit ihrer raumzeitlichen Logik selbst aus,
weil es nach offizieller materialistischer Logik unmöglich erscheint, dass sich eine Rakete mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Bei Lichtgeschwindigkeit wird aufgrund der Lorentz-Kontraktion der 3D-Raum, den diese Rakete angeblich einnimmt, nämlich unendlich klein werden, auf gut Deutsch, er existiert dann nicht mehr, und damit steigt auch die angebliche Eigenmasse eines jeden Objektes, welches sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, rein mathematisch ins Unendliche, was in Wirklichkeit aber bedeutet, dass es ohne einen 3D-Raum auch keine materielle Masse gibt, sondern nur das unendliche Nichts deines eigenen Geistes. Um aber eine angeblich unendliche Masse auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, benötigt man nach deiner bisherigen Logik auch unendlich viel Energie, und da dir nach demselben dummen Glauben diese nicht zur Verfügung steht, erscheint dir das Beschleunigen eines Objektes auf Lichtgeschwindigkeit zwangsläufig auch unmöglich. Diese Unmöglichkeit erscheint dir nur so lange als eine solche, solange du dich geistig von deinem raumzeitlichen Dogma in die Irre führen lässt. Du warst bisher felsenfest davon überzeugt, dass du alle Gegenstände, die du mit deinem Wachbewusstsein wahrnimmst, nur deshalb wahrnimmst, weil dir die Informationen über diese Gegenstände in Form von Photonen, Formationen, Lichtbilder mit Lichtgeschwindigkeit von außen zugeflogen sind. Jeder Gegenstand, den du wahrnimmst, besteht auch nach deinem derzeitigen Glauben zuerst einmal nur aus einem Lichtstrahl, der sich nach deinem derzeitigen Glauben angeblich genau mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegt und dort auf deiner Netzhaut eintrifft. Und noch einmal, hast du dieses dumme materialistische Glaubensding mit Namen Lichtstrahl schon einmal mit eigenen Augen gesehen, oder glaubst du diesen Schwachsinn nur deshalb, weil er dir aufgrund der dir indoktrinierten Logik völlig falsch erscheint? In deinen Physikbüchern findest du den mathematischen Beweis dafür, dass es sich bei der von dir wahrgenommenen Welt tatsächlich nur um einen hyperrealistischen Traum handelt, in dem es weder einen räumlichen noch einen zeitlichen Abstand zwischen dir wahrnehmendem Bewusstsein und allen von dir wahrgenommenen Gegenständen gibt und geben kann. Ich habe versucht, dir das mit einem vereinfachten Raketenbeispiel geistig klarzulegen. Da nun aber alle deine optischen Wahrnehmungen angeblich immer mit Lichtgeschwindigkeit von außen auf dich zukommen, heißt das bei genauer Erkenntnis der bisher besprochenen Tatsachen, dass es dieses imaginäre Außen in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und noch einmal, die Lorentz-Kontraktion beweist also mathematisch und damit auch eindeutig, dass in Wirklichkeit weder eine räumliche noch eine zeitliche Trennung zwischen Wahrnehmung und wahrnehmendem Bewusstsein vorliegt. Bei deiner Außenwelt handelt es sich also nur um ein Hirngespinst deines raumzeitlichen Dogmas. Du Gedankenspinner gleichst als tiefgläubiger Materialist einer dummen Spinne, die sich in ihrem eigenen Gespinst verfangen hat. Wie verhält es sich nun mit all den Gegenständen, die dir in deinen Träumen erscheinen? In dem Moment, wo du sie siehst, sind sie auch da. Und wenn du sie nicht mehr siehst, lösen sie sich wieder im Nichts auf. Und genau so verhält es sich mit jedem Gegenstand, den du hier und jetzt in deinem geistigen Monitor wahrnimmst. Materie existiert nur dann, wenn sie von deinem eigenen Geisteslicht in deinem Bewusstsein beleuchtet wird, und dein Geisteslicht bewegt sich dabei keinen Millimeter durch einen Raum. Es ist oder es ist nicht. Punktum. Ja. Das ist eigentlich mal das Wesentliche. Das ist egal. Und jetzt kann man das Ganze verknüpfen. Das ist, wenn man das baumelt, das denkt, wird es immer zu Hause. Ich sage, da müssen wir jetzt, wenn einer das studiert, der hat es nicht verstanden und er will es nicht wahrhaben.
Wenn es einen nicht wahrhaben will, ist es nur ein anderer Mist in deinem Traum und es kommt es wieder. Es wird niemals irgendeine verständliche Erscheinung verstehen, was ich dir geistig erkläre. Du kannst Materie, sprich einem Gehirn, einem Sorgenhausenaffen, nicht einer Existenz, einem Enos, nicht erklären, was Ewigkeit ist. Du kannst es nur dem Geist erklären, der sich eventuell aufgrund frühhafter Erziehung mit einem Gedanken von sich verwechselt. Wenn wir jetzt da die Formel nochmal anschauen, um dieses anfängliche Bild nochmal zu nehmen, ich halte es nochmal kurz hin. Das wäre jetzt das Problem mit den Wellengängen. Das gleichzeitig, welche Wellengänge das Objekt hat. Erinnert sich also, dass jedes Objekt hat eine Wellenlänge. Das ist eine materialistische Hirnwickelerei. Das bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt, es bewegt sich überhaupt nicht. Weil diese Frequenz, die man sich denken, schon wieder ein Zeitraumfenster aufspannt, das aber immer, alles ist immer in diesem Punkt und sehr kann man jetzt früher. Mal ganz kurz nochmal, Moment. Zum Beispiel einem Elektron oder einem Molekül und hypothetisch auch diesem Tennisball oder einem Menschen. Das ist jetzt kein Tennisball und es bewegt sich auch hier nicht. Das Karte ist, du hast jetzt eine Verabrede auf. Auf deiner Verabrede ist ein gewisser Abstand für dir ein Monitor. Diese Entfernung ist aber, das ist nicht der Auslöser für deine Information. Und wenn du wirklich Halt machst, wirst du niemals behaupten, dass das ein Mensch ist. Und das ist hier in der Tabelle zu sehen. Hände. Die. Es ist ein rein absolut statisches, eine Veränderung im ewigen Jetzt. Bild. Wellenlängen der Photonen sind hier mit T durch F berechnet und die der Masseteilchen mit der De Broglie-Gleichung. De Broglie's Hypothese war schon sehr gewagt. Er erhob gewissermaßen den Dualismus zu einem allgemeinen Prinzip. Alles ist Welle und Teilchen zugleich. Man wusste nicht, was man davon halten sollte. Das geht eigentlich schon wieder alles da, weil es ist immer wieder die Sichtweisen. Eine Welle ist aber nicht raumzeitlich ausgedehnt. Ich kann jetzt hier nämlich das L mit einer 1 schreiben und mit einer 70 schreiben. Und wenn ich das mit einer 70 schreibe, dann habe ich eben eine Welle. Welle. Das obere, das höchste, HBH. Und das Loch. Das sind immer wieder, wenn einer sich das Loch macht, logischerweise, das ist eigentlich ein Loch. Hammer. Und Lochspannen. Ja. Wie ein weiblicher Busen. Sagen. Ein Geburtsloch. Siehst du, das sind die Wellen. Das ist die äußere Hilfshilfe. Es wird hochgehoben. Das ist die Welle, die sie sagen wollen. Und dieses Welt, guck mal, ich sehe. Was haben wir denn bei Wahnsinn? Das ist die Vatersprache. Und wenn ich jetzt diese Formen, wenn wir die genau anschauen, sehen die indische Lichtgeschwindigkeit wieder diese MS verstärkt als Impuls, als B sein, was aber das wieder zwei, Entschuldigung, was aber wieder zwei Dimensionen sind. In dieser Gleichung. Das heißt, das macht keinen Sinn, dass ich immer wieder sage, mir einen Sinus machen. Das ist die Einheitsweise, ich bin nur Blickwinkel, die aber im Einheitsweise alle gleichzeitig da sind. Ich habe immer irgendwie nicht so viel mit Salzbehältern, dass das Scheibe entfällt.
die Saison geht zu den Neuwahlen, dann ist immer wieder, wenn ich jetzt weiß, dass es keine Zeit gibt, dass es nur jetzt gibt, dann ist es ja gleichzeitig. Ja, genau. Dann ist immer wieder beim Rechnen, wenn ich das mich jetzt, wenn es mir recht ist, beim Homens Welt ein Salzbecher geht, natürlich nicht bei der Masse ist, wo ist er an der Stelle? Oben oder unten? Nein, in der Mitte, immer in der Mitte, immer jetzt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt als Zeit, dass ich zusammenschiebe und ich denke mir so, also, mache ich jetzt schon wieder Zeit. Das ist 90 Jahre zu viel. Ja. 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 Und so hat man sich mehr oder weniger in diesem Konstrukt verfallen. Und genau das ist jetzt die Aufgabe, das ist das, was ich meine Führungsanprüfungsbogen nenne. Und wieso hast du jetzt so schreckliche Menschen um dich herum? Sodom und Gomorra. Es ist so. Ich sitze da und dann sage ich ganz einfach, Feuer, du musst eins wissen, deine Kinder werden nicht überleben. Erste Frage, wo waren jetzt die ganze Zeit deine Kinder? Wenn du es verdammt googeln. Ja. Wenn man existiert. Jetzt habe ich nur gesagt, deine Kinder, mehr ist nicht da. Wenn du jetzt reagierst, machst du eine normale Logik, die laufen da außen rum. Aber jetzt sind wir wieder vom Säugling bis zum Kreis. So, jetzt mache ich Schnipp und jetzt denke ich mal, wo man dir dein erstes Kind in den Arm gelegt hat. Du bist zurück. Das ist ja jetzt existiert jetzt in deinem Kopf, diese Vergangenheit. Aber was ist davon noch über? Das, was du jetzt denkst. Aber egal, was du denkst jetzt. Ja. Was ist denn für eine Angst, was verlieren zu können? Frage verflutet ihre Erdkugel, das ist noch keine Zukunft. Es gibt keine Zukunft. Es gibt auch keine Erdkugel, wenn du sie nicht denkst. Verstehst du jetzt, dass Holocene etwas vollkommen Neues ist? Ja. Das lass mal gut sein. Ich hoffe, ich habe aber neugierig gemacht. Auf sich weisen, ich hänge natürlich jetzt immer von einer geistigen Reifung auf einen Zwammelball ab, ob dich diese Physik interessiert oder nicht interessiert. Wenn dich das nicht interessiert, ist das überhaupt nicht schlimm. Du musst den einfachen Kern verstehen. Was meine ich damit? Wenn du zum Ohrenfrei gehörst, wirst du niemals irgendwie Farben sehen oder Bilder sehen. Und wenn du zum Augenfrei gehörst, wird dir eine Symphonie und Musik immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Genauso ist es mit Wissenselementen und Jahrhunderten. Wenn du im 18. Jahrhundert lebst, dann ist ein Smartphone und ein Handy und ein Computer vielleicht schon als Fantasy denkbar, aber es ist ja alles gleichzeitig. Ah, eins habe ich noch. Eins muss ich unbedingt noch machen. Das ist unser außer den Kleinigkeiten, ich rede ja noch von dem Bücherregal. Das Bücherregal. Was auch für dich so schön, wir machen nochmal das Wort Volumen. Das heißt, erstes, im Allgemeinen denkt jeder normale Mensch, denke ich mir jetzt, wir sprechen das zu, es hängt an einem Raum. Interessant ist, dass dieses Wort, machen wir mal die Bilder, ja, seht ihr auch hier? Das Wort Windung, Krümmung. Wind ist Luft. Wir wissen, es ist auch Geist. Ja. Ist zum einen Geist und ist Wind. Heute nicht bitte blau. Blau, aufgespannter Geist. Und bedeutet Abstand, Wind, Zwischenraum, Weltgegenden, gleich die vier symbolischen Tetraeder, Spiegel, Seiten. Blau, Geist und Verstand, vier Himmelsrichtungen. Geist,
die vier Himmelsrichtungen, der sich nicht entfernt. Der Symbol ist alles verbunden, ein Kollektiv, aber das ist eine ausgespannte Kollektion. Das sind diese Tests. Aber es erfasst, heißt auch Welt, Neuron und Hier und Jetzt. Kommt, geht, kommt und diese neue Gedanke, wenn der Auftrag besteht, zerstört jetzt den Bestehenden und taucht jetzt eine neue auf. Wieso? Der räumliche Inhalt. Macht im ersten Moment keinen Sinn. Das sieht schon wieder anders aus. HBH-Licht. Es ist jetzt ganz interessant, dass dieses Volumen. Temperatur oder Temperaturkoeffizienten oder sowas? Ja, das sagt, so sagt man. Das ist sehr interessant, dass wenn wir jetzt das Volumen, wenn wir die Temperatur absehen, es gibt kein negatives Volumen. Also dieses Problem, sich den Raum vorzustellen, aber ich weiß ja ganz kurz noch, dass man es gut sein, das heißt zuerst einmal vor, Zoomen und Zoomen wissen wir ja, ist Licht. Ja. Wenn immer du sagst, das Rote Licht, ich nenne dein geistiges Licht, das Sonnen, denk an den Sohn, Sun, Sun. Nicht verwechseln mit dem blauen Licht einer ausgedachten Sonne. Das Lebenslicht und das Augenlicht ist nicht das Licht, das du voll das Abbild dir ausdenkst. Das blaue Licht, das vergänglich ist, das kommt und geht, ist das starke Licht, ist ständig. Also dieses gleiche Licht ist ja brennend wie eine Lampe im Projekt zu laufen. Okay? Im Zoomen heißt im Licht. Und ich sage Licht, Energie und Geist. So geht es, ist ein und dasselbe. Okay? Ja. Da sind wir dran? Ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt zeige ich dir den Blick. Und das Go. Dieses V vorne. Wir wissen, das V steht für hell, dunkel, hell, dunkel. Das passiert im Greifen von dem O. Jetzt haben wir hier. Moment, ich muss zoomen. Und zoomen ist das erste Mal Vollfall vom Sehen. Vollfall, das ist früher die alte Bibel, die war ja definitiv eine Säule, eine Schriftsäule. Ja. Ich glaube, dass das jetzt geht. Der Magier Udo, ist ein Buch. Ich bin ein Buch, heißt es in den Ohrenbauten. Ein Karlai Essen, wie ein Spiegelbewusstsein. Und dann kommt Licht auf, in einer Drehung. Aber das ist es noch nicht. Der große Hammer kommt etwas weiter unten. Dann wissen wir, was das Karlai ist. Die Windung, wir in Gott, das habe ich schon so oft erzählt, wir sind in Gott. Wir sind dann diese WL, sagen wir mit 1, dann heißt es ein doppelt ausgespannter Schuss, der auseinandergeschmissen wird, oder ein Joch, das auseinandergeschmissen wird. Interessant ist wieder der letzte Einschlag. Der letzte Einschlag. Sagen wir, was da steht? Der Wechsel. Ein ständiger, das Wechsel, ja, das ist mal Bild, 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 aber die nächsthöhere Ebene. Es wechseln ständig die großen Bände, sprich die Bücher menschlichen Schicksals, von Buch zu Buch, von Band zu Band, wenn du durchlebst aus diesen göttlichen Bücherregal. Ein Leben nach dem anderen, eine Geschichte, eine Rolle nach der anderen, die du spielst.
Verstanden? Ja. Sieh was, das sind die Bücher, die Jesus vor dem Bücherregal alle liest. Und in dem Moment, wo in einem dieser Bände, in einem dieser Bücher versinkt, wird er zu einem normalen, geistig gesunden, personifizierten Leben in einem Videospiel. Siehst du, wie das alles schön zusammenpasst? Ja. Wir machen dann einfach wieder Back